Erster Tag mit den Jungs hier in Oberhausen. Es stinkt nach Scheiße. Es ist komplett dreckig. Und es geht mir vollkommen auf den Kragen hier. Es geht hier hin. Ich würde gerne deine Meinung zu Oberhausen hören. Wirklich ekelhaft, dreckiger Bahnhof, wo ich hier war. Richtig Scheiße. Ich bin hier mit den Jungs in der Bahn. Die ist wirklich. Ich hab den fast echt Die ist wirklich sehr klein und das ist komplett voll. War ein bisschen sehr. Ich sehe gerade, ich habe wirklich schöne Zähne. Wow. Wow. Alter, das wirklich aus. Wir sind gerade hier im Zentrum und es ist wirklich sehr voll. Im Gegensatz zu diesem dreckigen Hauptbahnhof, es ist hier wirklich sehr positiv. Meine Empfehlung, niemals kommen. Der Hauptbahnhof ist einfach zu dreckig. Das geht einfach nicht. Das ist unmöglich. Habt ihr gehört? Wie gesagt, hier ist einmal H&M. H&M, okay. Und da ist TK Maxx. Hier findet man wirklich alles Mögliche und das ist das Dingste, was man erwarten könnte. Lass erst mal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob mein Satz gerade Sinn gemacht hat. Ey, sollen wir erstmal jetzt laufen? Ich fahre Jesse auf Pärzchen Golf mit Jessica Alba. Wir sind hier in Haramladen. Es ist einfach eigentlich gar nicht lustig, okay? Wisst ihr, was ich meine? Stellt euch vor, ihr werdet umgeschlachtet und dann werdet ihr zu solchen Dingern hin. Ey, stellt euch vor, man würde euch das selber antun. Was ist? Überall Khanzir. Lecker. Jungs, jetzt wird schön gefressen. Also komm, zeig uns da oben die Schrift. Also komm, was steht da? Da steht Heller. Genau. Ich hab grad einen Shot gegeben. Und das hier ist von der Heller-Abteilung. Was steht da? Was steht da, Jungs? Hallo. Gelatine. Was steht hier? Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Gelatine. Astaghfirullah. Das ist eine Krise. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Wir haben hier noch eine Beschwerde. Skandal. Noch eine Beschwerde hier. Das ist 11.59 Uhr, okay? Der macht. Genau. Er sollte um 12 Uhr öffnen. Und wir waren halt 10 Minuten vor 12 Uhr hier. Dann hat er uns weggeschickt. Unser Termin war um 12 Uhr. Und jetzt hat er es früh aufgemacht. Was soll denn das? Jetzt sind es tausende Menschen vor uns und wir müssen warten. Nein, dieser Laden wird gecancelt. Also meine Kollegen, wir sind hier gerade am Essen. Hier Tuna und Mustafa haben sich ein fettes Brot geholt. Ja, Mustafa beschwert sich hier. Und wir haben uns ein schönes Chicken geholt. Ein ganzes Chicken. Jo. Da kommen wir schon rein, ne? Jo. Ja. Ich würde sagen, tschüss, ne? Also Männer, das sehr Erschreckende ist, dass die Gedärme noch drin sind. Also das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Da haben wir den Darm. Also irgendwie habe ich gerade nicht mehr so viel Bock. Aber egal, das wird jetzt alles gefällt. Ey, fällst du den Darm? Okay, Alter. Also jetzt wird das. Wir drehen das zu mit der Haut und dann fetzen wir das. Lecker. Schmeckt, Junge, schmeckt.